Willkommen zurück. Ja, hier geht es weiter. Ich habe mit Joey gesprochen. Und er hat gesagt, das ist Wahnsinn, Mann. Du solltest dich voll gut vorbereiten. Habe ich getan, oder? Nee, ich habe nichts gemacht. Was bedeutet das Rote hier? Einfach nur, dass es in Redock ist? Am besten du hältst dich da. Oder dass es noch nicht fertig ist? Warum kann ich mit dem Mausrad nicht scrollen? Wenn er so weitermacht, wird das nie was. Das heißt, ich muss jetzt erstmal nach unten gehen, oder? Mit wem spreche ich denn da? Brent? Du siehst nicht aus wie ein Holzfäller. Der ist neu. Ich denke, dein Platz ist eher bei den Kriegern, unten in der Höhle. Wie läuft's? Nicht so gut. Wir wurden von aggressiven Wildschweinen von unserer Arbeit vertrieben. Ich habe es den Kriegern schon gesagt, aber die haben nur den Kampf gegen die Orks im Kopf. Wenn diese Biester nicht bald verschwinden, können wir nicht weiterarbeiten. Ist das dein Ernst? Was gibst du mir, wenn ich die Wildschweine an eurem Arbeitsplatz töte? Ich bin nur ein einfacher Arbeiter und habe nicht viel. Aber wenn du uns diesen Dienst erweist, gebe ich dir 30 Goldmünzen. Das ist zwar nicht so wahnsinnig viel, weil jeder Goblin hat so viel, aber... Wildschweine. Wo sind sie? Du steigst die Treppe hier rauf und gehst ein Stück nach Osten. Ja, in den das Wald. Weiß ich ja schon. Verstehe. Also noch eine Queste. Und dann holen wir uns auch irgendwann mal eine Rüstung. Ich finde, die Rüstungen sehen zwar alle ein bisschen komisch aus, ne? So komik. Aber, naja, man braucht Rüstungen, ne? Ist halt so. Was denn hier? Was ist das denn? Ach, den Strand müssen wir unten auch noch erkunden und die ganzen Höhlen abfarmen und ja! Ich hoffe, das wird nicht zu langweilig im Video, aber das wird schon irgendwie... Nein, das werde ich, glaube ich, nicht offscreen machen. Das muss schon, ne? Das muss schon, weil ich meine, das ist ja Gothic, ne? Das muss ja schon da rein, ne? Ist ja so, ne? Wo sind die Viecher? Gestern Abend waren die noch hier, ne? Oh, das hat mich gesehen. Rennst du um dein Leben? Ich mach mal wieder Ego-Perspektive. Pew! In your face. Sprichwörtlich. Ich kann mir... Macht das jetzt nur mehr Schaden oder nicht? Ich weiß es nicht. Die Musik ist cool. Finde ich geil. Oh, ich weiß noch, wie ich in Kapdun diese blöde Revolution angezettelt... Oh. Die Revolution angezettelt habe. Es war krank. Und es kamen so viele Orks. Da waren 3, oder? Na, ich nehme die erstmal aus. Gleich 2-mal Fleisch. Nice. Au. Und da kamen so derbe viele Orks. Und ich habe geschlachtet. Und es hat gar nicht aufgehört, ey. Jetzt hau ich einen im Lager dahinter kaputt. Vor allem das Feuer brennt noch. Wie geil ist das denn? Relativ ungünstig. Schnell weg hier. Na gut. In your face. In your face. In your... Warum ist das jetzt orange? Jetzt ist rot. Ja, wie? Sind die jetzt auf einmal mehr aggressiv als vorher? Oder wie? Oder was hast du gesagt? Und bounce in your face. Und bounce in your face. Alles klar. Jagdgeschick schon wieder hoch. Eigentlich muss ich sagen, will ich gar nicht so unbedingt auf Bögen gehen. Aber, naja. Andererseits, wenn das Spiel dadurch so einfach wird. Ich meine, im Nahkampf hätte ich keine Chance. Hä? Früher hatte man das erst recht nicht, ne? Was ist denn das? Ne, Wolf, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Wolf, du mal da oben. Der sich den Wolf tanzt, ne? Womit denn? Habe ich immer noch keine Säge? Der blöde Holzfäller, der soll mir mal eine Säge geben. Dann hätte ich wenigstens mal was. Hut! Erst will ich noch das Harnischkraut. Ja. Ja, ne? Ja, das ist ja schön, ne? Was? Ne, ach komm, Feuer kann ich mir auch schenken. Stürzt sich hier in den Tod? Ich kann leider nichts sehen. Ja, ist vielleicht besser, wenn ich es nicht mache, ne? Yay! Brenton! Brenton ist Enton. Die aggressiven Wildschweine sind erledigt.
Ihr könnt wieder an die Arbeit gehen. Endlich mal jemand von euch, der sich um unsere Sorgen kümmert. Danke, Krieger. Bitteschön. Hier hast du mein Gold. Und Erfahrung ohne Ende. Kümmer dich besser um deinen Kram. Mach hier keinen Ärger, klar? Genau, mach hier keinen Ärger. Ich hab euch eben ja nur geholfen. Mach hier keinen Ärger, Junge. Aber okay. 7 Fackeln, 314 Pfeile. Gorn, irgendwas? Wir sehen uns. Ja, stimmt. Gerade jetzt, in dem Moment. Ware? Zeig mir deine. Hast du noch mehr Ware? Hat schon wieder Pfeile gekriegt. Dann nehme ich alles mit. Schatulle. Warum leuchtet das so blau? Und warum ist es so viel wert? Erklärt mir das mal einer. Ich werde wahrscheinlich eh nur einen Schmiedehammer benötigen. Ich meine, ich würde sagen, weg, ne? Aufmachen kann ich ja nicht. Das war bei Gothic 2, genau. Da konnte man diese Dinger mal aufmachen. Ja, aber das geht hierbei wohl nicht. Teleport nach Redock. Ja, ach, dann kann ich ja jetzt hier... Ich weiß nicht, ob sich das wirklich lohnt, das mit dem Schärfen. Wow, was ist das denn hier? Ach ja, die kommen ja alle unten aus der Höhle, ne? Ja, alles weg. Hellebarde, alles weg. Ich verkauf denen ihren eigenen Kram, ey. Das ist auch ein bisschen bitter, oder? Hör bloß auf mit der Scheiße. Ja, ich weiß, ich soll das eigentlich nicht machen, aber ihr macht's ja einfach mit, also kann ich ja nichts für, ne? Oh, da ist ein besserer Bogen. Knüppel, solides Holz, ja, ist nice. Rostiges Schwert. Vor allen Dingen, rostiges Schwert ist an sich nicht abgenutzt. Die haben den gleichen Wert. Du solltest meinen Rat annehmen. Echt? Die behalten den gleichen Wert, die haben auch... Hätte mir das nicht mal vor jemand sagen können. Hätte mir das von euch nicht mal jemand sagen können. Nein, ihr habt die Videos noch nicht gesehen. Ach, das ist vielleicht ein bisschen doof, ne? Ja, dann kann ich ja auch alles wegpfeffern hier. Ja, weg, 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 weg. Alles weg. Brauche ich die noch? Na, vielleicht. Ja, die behalte ich erstmal, weil ich glaube, davon gibt es nicht so arg viele. Und solange ich hier ein besseres Schwert habe... Oh, da kommt ja schon einiges zusammen, ne? What? Okay, das mit der Rüstung ist kein Problem mehr. Das hier behalte ich erstmal. Ich weiß nicht, ob das nochmal nützlich ist. Schilde. Ja, die sind ja alle gleich. Ich weiß nicht, ob die kaputt gehen können, aber dann kommen die abgenutzten auf jeden Fall auch schon mal raus. Ach, das sind alles Holzschilde, die einfach nur den Vier-Städte-Bund silden. Warum ist das so schwer zu lesen irgendwie? Geldern, Montera und Trelis. Ja. Das Symbol eines Paladin-Ordens zeigt. Vor allem, warum ist das oft in den Händen von Skeletten zu sehen? Ach, zerbrochene Holzschild. Der ist tatsächlich zerbrochen. Der ist schlechter. Ja, weiß nicht. Ach, ich behalte den Rest einfach mal. Dann tauschen wir es gleich gegen eine Rüstung. Also das fällt alles raus. 5000? Soll ich gleich mal die 5000er nehmen? Ja, und können die mich dann vielleicht auch identifizieren? Ich weiß es echt nicht. Ich weiß es nicht. Eigentlich, es wäre schon sinnvoll. Obwohl, ganz ehrlich, Moment. Verklingen 15. Verklingen 15. Das gibt 30. Ja, gut. 30, Moment. 5. Das heißt, wenn ich diese Combo hier kaufe, bezahle ich gerade mal 3500, hab aber bis auf bei den Geschossen habe ich halt 15 weniger, aber vom ganzen Rest her komme ich aufs Gleiche und bezahle nur 3500. Und genau, du bist ein Adler. Was ist jetzt? Ist das wirklich schlimm, wenn ich das kaufe? Ich weiß es nicht. Goldausgleich. Hör bloß auf mit der Scheiße. Ach komm, wir machen es einfach mal. Ah, halt, halt. Jetzt will ich aber noch eine Sache wissen. Zeig. Was ist, wenn ich das jetzt wieder verkaufe? Ja, 375. Ist ja noch ein Viertel des Wertes. Wertes. Ach du Schande. Na egal, aber wenn ich die beiden kombiniere, das sollte sich doch schon mal lohnen. Gesundheit. Moment, ich kann auch nach hinten gucken. Nicht, dass sie jetzt... Cool. Auch interessant. Meine Füße fehlen. Ja, ich hoffe mal, die erkennen mich jetzt nicht als
gleich als Söldner an oder so, aber so habe ich jetzt gerade mal 1500 gespart und habe aber eigentlich quasi die gleiche Rüstung. Quests. Ja. Kann dir doch egal sein. Ja, ist mir auch egal. Vorhin beim Antesten bin ich an einer Kante runtergesprungen. Am Beach unten am Strand. Und hatte null Lebenspunkte. Kümmer dich besser um deinen Kram. Mach hier keinen Ärger, klar? Hatte null Lebenspunkte, bin aber weiter rumgelaufen. Zeig mir deine Hab mir dann einen Heiltrank reingefahren und das war kein Problem. Das fand ich sehr witzig. Was ich gern hätte, wäre irgendwie so mal ein Diebestalent-Krams oder so. Ach, jetzt sehe ich aus wie Fos Roda. So ungefähr sehe ich jetzt aus. Copper. Nein. Rebel. Ach, Javi. Nichts zu tun. Doch, ich möchte Quests abgeben. Nein. Wer war das denn? Du da? Yeah. Der Südausgang von Redok ist richtig. Frei. Du meinst, dort sind keine Viecher mehr? Wahnsinn, Mann. Dann wird meine Wache hier am Südausgang viel entspannter. Danke. Das ist mir glatt einige Goldmünzen wert. Oh, nice. Zeig mir. Jetzt haben wir einfach viel bessere Bögen. Scharfe Pfeile herstellen, ich weiß nicht. Zähne werden dafür gebraucht. So viel kann ich schon mal jetzt abschätzen. Die sind nämlich auf dem Bild drauf. An eurer Stelle, Jungs, würde ich aber jetzt mal oben zum anderen, also ans Ende des Ausgangs gehen, damit auch nicht wieder neue reinkommen, ne? Halt, bevor ich jetzt hier weitermache. Ich muss da rein. Und jetzt will ich hier gucken. Genau. Ach, den habe ich schon angelegt. Ich habe schon einen Jagdbogen. Hä? Von Jägern verbessert, okay. Gut, dann kann ich ja den hier verkaufen, ne? Bogen. Ich dachte, ich hätte den normalen Bogen. Ach, Jagdgeschick 140. Warum gleich so viel? Vor allen Dingen der Preisunterschied. Mal eben eine 3 davor gestellt, alles klar. Ach, da kann ich auch Müll tun, ne? Ist auch sehr gut. Was ist denn das hier überhaupt? Was ist das denn? Magie. Ein Zauberer wird das jeweilige für Drag and Drop in die Schnellleiste, bla bla bla. Gibt's hier noch irgendwas Neues? Nein. Jack vielleicht nochmal. Wer bringt mir jetzt mal mein Diebestalente bei? Das kann ja wohl nicht angehen hier. Ich brauche jemanden, der mich mal... Kümmer dich besser um deinen Kram. Bevor ich hier das jetzt vergesse, ich muss erstmal... Der hat eine Rüstung. Ist einer von denen eher so ein bisschen schwächer? Dann würde ich mit dem nämlich anfangen. Du? Ich kann nicht mehr. Copper wollte und... Da war doch noch einer. Komm, könnt ihr mir jetzt nicht erzählen. Hä? Bin ich jetzt bescheuert? Ach, er hier war es. Er hat... Dann nehmen wir doch einfach mal den hier. Der war das doch, oder? Ja. Kämpfe mit mir in der Arena. In Ordnung, aber vergiss nicht, dass es nur ein Trainingskampf ist. Na klar. Wir sehen uns in der Arena. Ich könnte jetzt gleich den anderen auch noch dazu holen. Der hat natürlich eine höhere Reichweite, aber der hat immerhin keine Rüstung. Jetzt! Ach, der hat auch gleich das Ding weggelegt, okay. Spammen, rechtsklick spammen! Welche Deckung? Alter, ich mach so wenig Schaden, ne? Komm schon, den schaffst du! Acht auf deine Deckung! Jetzt fall um! Jawohl! Stärke plus 1! Ist er tot? Nein. Hey, weg. Ich muss das Zeug aufsammeln. Nimm alles. Jawohl. Ging doch. Ging eigentlich ganz gut. Abgenutzt, ja. Kannst nicht machen. Du wirst schon sehen, was du davon hast. Ja, eine Menge Erfahrung, Junge. Heilen. Okay, ich heile mich kurz. Juhu! Aber wie man gesehen hat, geht Spam immer noch sehr gut. Und was ich jetzt besonders lustig finde, wo hier ich schon mal ein bisschen lachen kann, ist... Gut gekämpft, hat mich glatt umgehauen. Hier, nimm diesen Heiltrank. Der hilft bei Wunden. Kannst du den nicht selber brauchen? Oh, ich kriege auch nur Leben, wenn ich das wirklich woanders mache, ja. Zeig mir deine Waffe.
Ach du Schande, nee, warum sind die denn immer so laut, diese Dinger? Ich verkaufe ihm jetzt seine eigene abgenutzte Hellebarde. Ist das nicht geil? Hä? Moment, hatte ich nicht auch noch ein Schwert von ihm? Ach so, ja, klar. Und ein Schild. Zerbrochener Holzschild. Das ist ja wirklich gar nichts wert hier. Schon wieder die Gothic-Melodie, das ist gut. Wie? Ach du Scheiße, es gibt ja richtig Cash. Machen wir so, alles klar. Ach, ich muss den zweiten Typ hier auch nochmal probieren. Wobei der mich wahrscheinlich umhauen wird. Aber ich merke auch, einfach nur Rechtsklick spammen bringt gar nicht mehr so viel. Weil lieber gezielt einzelne Schläge anbringen, das ist, glaube ich, besser. Dann mache ich jetzt hier mal Schluss. Dann geht's gleich weiter in eine nächste Folge. Und dann werden wir wahrscheinlich auch diesen Höhlenbereich immer abschließen. Bis dann!